Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zur Fortsetzung meiner Nightfall-Reise. Heute dabei Catwoman 8 bis 11. Wir gehen stramm Schrittes auf Night's End zu und ich dachte mir, ich will keine Logiklücken entstehen lassen. Dementsprechend dachte ich mir, dann greifst du dir halt mal Catwoman 8 bis 11 raus. Vielleicht passiert da ja was, was für Night's End irgendwie wichtig ist. Und naja, okay, zumindest die Nummer 11 liefert uns einen Cliffhanger und die Nummer 12, die dann schon Night's End-Thematiken beinhaltet, mit Catwoman vs. Azrael, bin ich der Meinung. Das greift diese Geschichte dann auf. Ja, immerhin. Aber diese vier Hefte sind so schlecht. Joe Duffy und Jim Ballant hatten es eigentlich geschafft, mich ziemlich positiv zu stimmen. Mit den ersten vier Heften zumindest, die fünf. Egal, die war jetzt nicht so gut, aber die habe ich dann halt da mitgelesen. Und dann dachte ich mir, alle reden immer so schlecht über diese Catwoman-Serie. Die wäre so scheiße und ich war ziemlich überzeugt von den ersten Heften. Ja, und auch 6 und 7, das war das Batman-Crossover auch gut, ne? Das war der letzte Punkt von Catwoman, wo wir waren. 8 bis 11, eieiei. Joe Duffy versteht es nicht, ihrer Geschichte irgendeine Substanz zu geben. Sie versteht es nicht, einen fließenden Übergang der ersten Hefte zu diesen Heften hin zu gewährleisten. Sie versteht es nicht, neue Charaktere irgendwie sinnvoll zu erklären und zu integrieren in dieses Konstrukt um Catwoman drumherum. Sie versteht es nicht, eine Vergangenheit für Catwoman sinnvoll aufzubauen. Sie schmeißt es einfach nur rein. Sie versteht es nicht, Schurken irgendwie interessant zu gestalten, irgendein Motiv dahinter zu legen, warum sie überhaupt Schurken sind und hier auftauchen. Sie versteht es nicht, Catwoman in ihrer Passion, dem Diebstahl, irgendwie zu würdigen, irgendwie gut darzustellen. Oh, sie macht so viele Fehler in diesen 3 bis 4 Heften. Die Elfen, kann man sich drüber streiten, aber Joe Duffy, was ist das denn? Die ersten Hefte waren so gut, wo wir den Rahmen um Nightfall behandelt haben. Aber diese vier Hefte sind so gruselig schlecht gewesen. Ich habe die drei gelesen und dachte mir, ach du meine Güte, was machen wir denn hier? Das hier ist die dunkelste Stunde bisher in meiner Nightfall-Reise und da gab es schon einige schlechte Hefte. Ich sag nur, der Sexismus rund um Jean-Paul Valley. Aber das hier, das ist fatal von der Schreibe. Ganz schlecht. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu Jim Ballant. Ich weiß, Jim Ballant ist ein großartiger Coverzeichner und Jim Ballants Hauptfokus liegt auf weiblichen Charakteren. Catwoman kann er. Und auch diesen Charakter, der ganz kurz auftaucht, C4, sieht auch toll aus, finde ich super, sieht super klasse aus. Aber so das grundsätzliche Niveau seiner Zeichnung, da kann man auch noch ein bisschen dran arbeiten. Man merkt halt, er investiert sehr viel Arbeit in seine Lieblinge, seine weiblichen Figuren, das macht er immer noch. Aber das andere kommt so ein bisschen zu kurz. Und deswegen auch die Zeichnung an sich, da sind auf jeden Fall nette Panels bei, keine Fragen, sogar nette Seiten. Aber so insgesamt haut es einen dann nicht vom Hocker, wenn dann doch der Großteil eher lieblos wirkt. Ich will aber mit einem guten Aspekt anfangen. Zumindest einen habe ich auf jeden Fall notiert. In Heft 11, und das ist zumindest das Heft, wo man noch so ein bisschen sagen kann, ja, da hast du dir nochmal Gedanken gemacht. Der Orden von Saint-Dumas. Wir werden hier jetzt verknüpft. Wir gucken in die Zukunft. Night's End steht bevor, okay. Wie verknüpfen wir diese Geschichte mit der anderen? Das hier ist ein Zweiteiler, das hier wird wohl ein Dreiteiler. Ich habe jetzt die ersten zwei gelesen, aber das nächste ist schon Night's End. Es wird eine Münze auftauchen, die mal Carlton Lear gehört hat. Bei dem Namen könnte es klingeln. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich ihn thematisiert habe. Das ist aus Sword of Azrael. Der Dämon Beast, falls ihr euch noch an den erinnert. Mit dem hat das auf jeden Fall zu tun. Der hat abgedankt und einer seiner ehemaligen Handlanger hat eine Münze von ihm entwendet. Und da ist das Wappen von Saint-Dumas drauf. Die taucht hier wieder auf. Und das ist zumindest so ein Moment, wo man denkt, aha, hier will man uns schon mal eine Brücke schlagen hin zur nächsten Story. Und immerhin, das ist was Sinnvolles. Ich freue mich drauf. Es wird wahrscheinlich keinen weiteren Hintergrund bekommen. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal Azrael bzw. stellvertretend den Orden von Saint-Dumas in Catwoman platziert. Das ist schon mal gut. Mehr Positives gibt es leider nicht von diesen vier Heften. Aber fangen wir vorne an, die ersten beiden bilden ja eine Geschichte. Was als erstes ziemlich verwirrend ist, ist ein kompletter Zeitsprung, nicht nur ein Zeitsprung, ein Sprung in der ganzen Umgebung von Catwoman. Ich hatte mich ja in den ersten Heften gefragt, wo kommt dieser Leonard, hieß er glaube ich, ne? Oder Leonard, der eine Supporting-Charakter für Catwoman, wo kommt der her, wer ist das überhaupt, okay, wurde dann eh beiseite geräumt und da war er auch schon wieder egal.
Hier hat man es mit ganz neuen Personen um sie zu tun, mit einem Butler, der heißt Wilder. Und im Laufe der zweiten Geschichte hat sie dann auch noch einen Hacker um sich rum. Sie wohnt plötzlich in einer Nobelvilla. Das war auch noch ganz anders. Okay, ihre Bude wurde hochgejagt, aber man bekommt sofort das Gefühl, dass man hier mindestens 3 bis 5 Hefte irgendwo verpasst hat. Und ich habe geschaut, diese Hefte gibt es nicht. Es ist ein Zeitsprung, der aus dem Nichts kommt, wo völlig der Plot unterbrochen wird. Also dieser ganze Plot ist wie ein Schweizer Käse hier. Es sind so viele Logiklücken und Plotholes allein hier drin. Wisst ihr, ich lese was, um mir zu denken, ja, vielleicht vermeide ich damit Logiklücken und du machst dir so viele auf mit diesen 4 Heften. Das ist Wahnsinn. Ja, keine Ahnung, wie das zustande kommt. Und dann können wir auch direkt auf die anderen Charaktere kommen. Die werden als so selbstverständlich wahrgenommen von Joe Duffy, der neue Butler, der Hacker, was auch immer. Sie sind da. Es bedarf keiner Erklärung von Autorenseite, wo diese Charaktere herkommen, wer sie sind, woher Catwoman diese Charaktere kennt. Alles egal, sie sind jetzt da, kommt damit zurecht, freundet euch damit an. Dazu muss man sagen, es sind halt dazu auch noch schlechte Kopien anderer Charaktere. Wenn ich mir einen Butler an die Seite hole, denke ich halt direkt an Batman, Bruce Wayne und Alfred. Und dieses Verhältnis ist hier halt so oberflächlich, weil wo willst du es auch hernehmen? Wo ist die Geschichte zwischen den Charakteren? Richtig, es gibt keine. Ich hätte sie nachgeholt, aber nicht vorhanden. Das ist halt echt schlecht. Man fragt sich so viele Fragen in diesen Heften und sie werden halt auch nicht beantwortet. Man muss, also die Charaktere kommen dann auch noch hier vor. Zumindest der Butler hat in beiden Heften Auftritte, auch wenn sie zufällig und einfach zusammenhangslos waren. Und er wird auch einmal zum großen Held, sage ich mal, ne? Und man denkt sich, wie kommst du hierher? Was machst du überhaupt hier? Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass du hier bist. Oh, also Joe Duffys Leistung hier als Autorin ist wirklich beschämend. Ich würde es besser machen, ohne Scheiß. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde es besser machen, bin ich mir ziemlich sicher. Ganz schwierig. Und auch wenn es darum geht, also ich will ihr das Bemühen gar nicht absprechen. Sie bemüht sich darum, irgendwie Catwoman etwas Background zu geben. Ich weiß nicht, inwieweit da schon in der Batman- oder Detective-Comics-Reihe mal vorgearbeitet wurde, aber wenn ich sowas mache, dann bringe ich das irgendwie in Verbindung mit dem Anfang meines Runs. Du hast Charaktere, die davor gekommen sind, die man hätte nutzen können. Haufenweise sogar. Oder ich greife in Volume 1 nochmal rein. Da gab es auch so viele tolle Elemente. Das war so eine geile Volume. Und dann wird hier versucht, sie in eine Zirkusfamilie reinzuschreiben. Also ganz zufälliges Aufeinandertreffen von Catwoman und einem Zwillingspaar aus dem Zirkus. Oh ja, so lange nicht gesehen und wir haben ja so eine lange Vergangenheit. Erinnert ihr euch da und daran? Und man denkt sich, Moment. Was habe ich jetzt nicht gelesen? Ich muss irgendwas verpasst haben. Es muss irgendwo Hefte geben, die diese Vergangenheit beschreiben. Ziehe ich mir gerne rein, dann habe ich den Kontext, dann weiß ich, woran ich hier anknüpfe. Erster Auftritt der Charaktere, keine Vergangenheit. Einfach nur hohle Phrasendrescherei mehr oder weniger. Es ist so traurig. Und dann kommt natürlich auch das Gefühl nicht rüber, was hier erzeugt werden soll. Das eine Zirkuskind, ne, das sind ja auch Erwachsene, diese Zwillinge, ne? Tragisches Unglück, fällt von der Brücke, bricht sich das Rückgrat und ja, wird wohl nie wieder laufen können. Ist natürlich tödlich für so ein, ich weiß nicht was, er war auch Trapezkünstler oder so. Malt euch irgendwas aus, es wird auch nicht deutlich gesagt, warum, auch wir bekommen hier ja gar keine Inhalte. Auf jeden Fall kann er nicht mehr seiner Passion Zirkus nachgehen. Das führt natürlich dazu, dass seine Zwillingsschwester super betroffen ist, weil das ist deren Leben. Und auch Catwoman Selina Kyle ist natürlich betroffen. Aber wie willst du die Emotionen rüberbringen, wenn sowohl wir als auch Selina Kyle diese Charaktere jetzt in dem Moment erst kennengelernt haben? Das kann gar nicht funktionieren. Wie willst du das denn gewährleisten? Du musst doch mindestens mal 1 bis 2 Ausgaben zwischenschalten, um uns Flashbacks zu geben, um uns einen Blick in die Vergangenheit zu ermöglichen. Irgendwie sowas. Die Möglichkeit ist ja gegeben. Aber einfach nur zu sagen, ach ja, das war ja so schön damals und ey, ich freue mich so, dass ich euch sehe, das reicht dann irgendwo halt auch gar nicht. Und nee, das ist einfach konsistenzlos, substanzlos, so kannst du einfach keine Geschichte erzählen. Genauso ist es halt bei den Schurken, da verhält es sich nicht anders von Joe Duffy. Wir haben ja in der einen Geschichte C4, einmal taucht sie glaube ich auf der letzten Seite auf, deswegen ist das Cover etwas in die Irre führend und hier hat sie dann ein bisschen mehr Panel Time. Wir erfahren gar nichts über diesen Charakter. Wir wissen,
Sie lässt Kinder für sich arbeiten. Die sollen Diebstähle begehen. Warum auch immer, kommen wir auch noch gleich zu. Diese Kinder sind besser im Diebstahl als Catwoman. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es ihr täglich Brot ist. Aber diese Kinder sind halt besser. Okay, akzeptiere ich. Bloß irgendwie diese Kinder wirklich in Verbindung zu bringen mit C4, außer jetzt mal, oh, sie ist so hübsch und so toll, haben wir nicht. Und warum will C4 diesen einen Edelstein, den sie hier in der Hand trägt? Nur weil es ein Schmetterling ist? Woher kommt denn ihre Passion für die Schmetterlinge? Warum verkleidet sie sich denn wie ein Schmetterling? Ich finde, sie sieht gar nicht so schlecht aus. Das Charakterdesign ist ganz gut sogar. Und wie gesagt, Jim Ballen kann Frauen zeichnen. Aber irgendwie ein bisschen was für den Hintergrund des Charakters tun, das wäre doch toll. Was ist denn das Motiv? Warum steht sie denn jetzt Catwoman gegenüber? Warum kämpfen denn die beiden? Dadurch, dass sie gar keinen Hintergrund hat, gibt es auch keinen Grund, die beiden kämpfen zu lassen. Ah Gott, so viele Plotholes, so schlecht zusammengefasst, die roten Fäden werden zusammengeführt, aber das ist alles so inhaltsleer, dass es halt gar keinen Spaß macht. Man liest da durch und denkt sich, ja, das macht einen wirklich wütend während des Lesens. Und genauso ist es halt hier. Hier geht es darum, dem gestürzten Zirkusakrobaten das Gehen irgendwie wieder zu ermöglichen. Wir sind in den 90ern, alles ist ein bisschen futuristisch, besonders in dieser Geschichte. Wir benötigen einen Chip, der ihm eingepflanzt wird, der ihm das Gehen wieder ermöglichen soll. Ich weiß noch nicht, ob aus ihm ein Cyborg gemacht werden soll, aber sei mal dahingestellt. Das Ganze ist okay. Mit einer Organisation, die diesen Chip ebenfalls entwendet. Auch hier kommt Catwoman wieder zu spät mit ihrem Diebstahl. Okay. Und dann kommt man in Heft 11 auf den Schurken, Handlanger der Gesellschaft, dieser Unternehmergesellschaft da, den Tin Man. Keine Erklärung, wer er ist. Keine Erklärung, warum er Roboterarme hat. Okay, es ist auch nur eine Rüstung. Ja, das findet Catwoman da raus. Aber keinerlei Zusammenhang. Und das lässt den Charakter halt total uninteressant wirken. Ob er jetzt da gewesen wäre oder Peng, der Kampf hat eh nur 4-5 Seiten gedauert, ist halt egal. Mich hat es gefreut, es war weniger zu lesen, es war weniger Text, weil ein bisschen gekämpft wurde. Ich kam schneller durch diese Hefte durch. Ja, das war ein Vorteil daran. Aber das Cover verspricht doch hier so viel mehr. Oh Mann. Ja, also ganz schwach. Ganz, ganz schwach. Wir haben den Chip jetzt noch nicht gefunden. Das wird dann irgendwie wahrscheinlich mit der Ezreal-Story kombiniert werden. Aber was ist das allein schon für eine schlechte Grundlage für die Night's End-Story von Catwoman? Also, ein bisschen mit einem lachenden Auge sehe ich dem schon entgegen, weil ich einfach wissen will, wie diese unglaublich schlecht aufgebaute Geschichte da beendet wird. Und mit einem weinenden Auge, weil ich weiß, es wird Night's End, glaube ich, nicht gut tun, diese Catwoman-Geschichte. Ganz gruselig. Wow, Charakterdesign ist das Einzige, was hier stimmt. Aber die Persönlichkeit an sich dieser Charaktere, die Darstellung des Charakters, ach, da fehlt es an so vielen Ecken und Enden, das ist schon wirklich sehr, sehr schwach. Und ich meine, welchen Sinn hat das denn, dass Catwoman hier wie ein absoluter Amateur agiert? Sie ist da schon mittlerweile ein bisschen im Geschäft. Ja, Origin Story, Batman Year One, Counterpart haben wir schon lange abgehakt zu dem Zeitpunkt. Sie weiß, was sie tut. Sie ist gegenüber einem Bane so überlegen im Kampf, weil sie einfach weiß, wie sie agieren muss. Und hier lässt sie sich von irgendwelchen Schuljungen abziehen? Und das nicht nur einmal? Na sicher, genau. Das ist genau die Catwoman, die wir aus den ersten Heften kennen, aus den ersten 5, 6, 7. Ja, richtig. Funktioniert auch nicht, gar nicht. Und auch hier, tölpelhaft. Macht sie einen Fehler, wird sie sofort entdeckt, kann sie selber nicht glauben. Was? Man sieht nicht mal, was genau passiert und sie wird entdeckt. Was ist das denn? Es funktioniert überhaupt nicht. Ich bin, um ehrlich zu sein, nur froh. Ich habe natürlich auch diesmal wieder in den Foren geguckt und die Leute waren genauso enttäuscht wie ich. Es waren exakt die gleichen Punkte, die ich für mich rausgefunden hatte, wo ich dachte, okay, ich bin nicht allein mit meiner Meinung. Das ist beruhigend. Es wäre jetzt überraschend gewesen, wenn diese Stories eigentlich ein Meisterwerk gewesen wären, aber es konnte gar nicht sein bei so vielen offensichtlichen Mängeln. Mann, oh Mann, ich hoffe, man fängt sich dann wieder, wenn man eine Story mehr oder weniger unabhängig von Nightfall schreiben kann. Nein, kann man nicht. Danach kommt schon wieder Seuche. Danach kommen, ach, die anderen Storylines, zum Schluss Niemandsland und so. Das Beben vorher. Ich hoffe, man hangelt sich jetzt nicht von Filler zu Filler, die unglaublich schlecht sind und zwischendrin hat man die guten Event-Tie-ins. Das wäre eine Katastrophe für die Serie. Aber gut, also Joe Duffy, da erwarte ich jetzt wieder ein bisschen mehr in den nächsten Heften. Dementsprechend, merkwürdige Review, oder? Das war Catwoman 8 bis 11. Und mehr gibt's zu den Heften nicht zu sagen. Schade. Das war Comic In, bis denn.